Mittlerweile gehören die Deutschen hier zum Alltag. Militärische Präsenz zeigen, lautet unter anderem der Auftrag. Dies soll das Wiederaufflammen von Kämpfen der Konfliktparteien verhindern. Seit einem halben Jahr als Sanitäterin in Sarajevo stationiert ist Sabine Drieling. Die Bundeswehr bin ich seit dem 2.9.1996. Ich bin Soldat und das gehört zu meinen Aufträgen dazu. Und wenn Auslandseinsatz, dann Auslandseinsatz. Wir Sanitäter jetzt speziell, wir geben den Soldaten Sicherheit. Leute, wenn irgendwas ist, wir sind da. Und das ist unser Auftrag in dem Sinne. Im Feldlazarett werden Soldaten der SV-Truppe von Deutschen behandelt. Auch ein bosnischer Bediensteter, der einem Schusswechsel zum Opfer fiel. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein souveräner Staat, hat damit eine Verantwortung in der internationalen Gemeinschaft übernommen. Und damit ist es ganz selbstverständlich, dass sie an einer NATO-geführten, friedenserhaltenden Maßnahme teilnimmt. Ich persönlich würde mir aber wünschen, dass wir nicht als Weltpolizei benutzt werden, sondern dass wir das in Europa oder drumherum tun.